Hallo, in diesem Video von Visual Basic 2008 machen wir uns zuerst einmal mit der sogenannten IDE, mit der integrierten Entwicklungsumgebung, bekannt. Wir haben gerade das Programm gestartet und wir bekommen hier den Dialog für ein neues Projekt. Wir haben hier mehrere Vorlagen, die wir auswählen können. Wir bleiben standardmäßig bei Windows Forms Anwendung, die ist auch vorangewählt. So, wir haben hier unten die Möglichkeit, einen Namen zu vergeben. Standardmäßig steht da immer Windows Application 1 oder 1. Das sollten wir ändern, wenn wir ein Interesse daran haben, das Teil, was wir jetzt programmieren, zu speichern. Denn ansonsten wird das mit dem nächsten Projekt eventuell überschrieben. Also nennen wir es einfach mal svapp-001 und drücken danach auf den OK-Button. Nachdem die Vorlage geladen ist, bekommen wir hier in der Mitte in der Regel unser Formular angezeigt. Das ist das, was Sie als Windows-Anwendung kennen. Hier sind nur derzeit keine Buttons oder Dropdown-Menüs oder was Sie sonst noch von anderen Anwendungen in Windows erkennen, vorhanden. Wir haben hier auf der linken Seite unsere sogenannte Toolbox. Hier sind die ganzen Controls, die wir hinzufügen können. Zum Beispiel ein Button, den Sie sicherlich schon kennen dürften, aus anderen Anwendungen. Wenn wir etwas von der Toolbox hier hinzufügen wollen, können wir das einfach per Doppelklick machen. Ein Doppelklick drauf und schon erscheint der Button hier auf unserem Formular. Wir können den Button mit der Maus ganz normal anwählen, dann ist er markiert. Wir sehen das jetzt daran, dass um den Button die entsprechenden Punkte der Markierung vorhanden sind. Und wir können das Ganze jetzt hier auf jede beliebige Position schieben. Oder wenn wir den Punkt am Rand nehmen, kann man leider nicht so gut ranzoomen, dann sehen Sie, dass ich den Button auch in der Größe beliebig verändern kann. Hier oben habe ich meine Standard-Menüleiste und darunter meine Standard-Buttonleiste mit den üblichen Funktionen, die Sie auch schon von anderen Windows-Programmen her kennen. Entweder speichern, ausschneiden, kopieren, einfügen, einen Schritt zurück, einen Schritt nach vorne, das übliche halt. Wir haben hier auf der rechten Seite unseren Projektmappen-Explorer. Hier sehen Sie unter anderem Form1.vb und das ist genau dieses Formular. Wenn wir später in anderen Anwendungen mit mehreren Formularen oder Fenstern arbeiten, dann werden die dann alle hier entsprechend aufgelistet. Derzeit in der Grundausstattung steht da aber immer nur dasselbe. Wesentlich wichtiger ist dieses Eigenschaftsfenster, was wir hier haben, denn jedes Control, das wir auf unser Formular setzen, genauso wie das Formular selbst, verfügt über eine große Anzahl von sogenannten Eigenschaften. So zum Beispiel der von uns gerade draufgesetzte Button. Ich wähle ihn mal an und erst jetzt werden die Eigenschaften dieses Buttons angezeigt. Das sehe ich unter diesem blauen Eigenschaftsreiter. Da sehe ich darunter Button 1, System.Windows. Aber wenn ich jetzt nochmal nur das Formular anwähle, dann sehen Sie, dass sich das jetzt hier geändert hat. Jetzt steht da Form 1 und deswegen sehe ich jetzt darunter auch die entsprechenden Eigenschaften des Form 1. Das heißt, da müssen wir aufpassen, wenn wir mehrere Controls auf unserem Formular haben. Ich füge jetzt einfach mal was hinzu. Schiebe das einfach mal irgendwo hin. So, da sehen Sie halt, je nachdem, was ich gerade aktiv habe, verändern sich hier auch die entsprechenden Eigenschaften. Das heißt, wenn wir jetzt die Eigenschaften vom Button, weil wir mit dem eben angefangen haben, wenn wir die jetzt verändern wollen, dann müssen wir darauf achten, dass wir ihn halt vorher immer angewählt haben. Sonst ändern wir nachher Eigenschaften von einem Control, das wir nicht unbedingt ändern wollen. Wie schon gesagt, jedes Control verfügt über eine Vielzahl von Eigenschaften. Eine dieser Eigenschaften, die ich jetzt nur mal exemplarisch rausnehme, ist die Texteigenschaft. Sehen wir jetzt hier gerade blau markiert und daneben steht jetzt einfach nur Button 1. Ich muss das mal was größer ziehen, damit man das besser sehen kann. Button 1 und diese Eigenschaft Button 1, die sehen Sie auch hier. Das heißt, die Eigenschaft Text bestimmt den Text, den der Button hier anzeigt. Oftmals ist das auf anderen Windows-Anwendungen der OK-Button oder Abbrechen-Button oder Speichern-Button. Wir können also frei definieren, welcher Text unser Button darstellen soll und wir definieren das über diese Eigenschaften. Abgesehen vom Inhalt, den dieser Button als Text darstellen soll, kann ich natürlich auch noch die Art verändern, ist eine weitere Eigenschaft. Vorher werde ich jetzt allerdings nochmal diese Controls hier entfernen. Wenn wir etwas entfernen wollen, einfach markieren, wie Sie es von anderen Anwendungen her ebenfalls schon kennen.
Ich drücke jetzt einfach die Entfernen-Taste und schon sind die ganzen Controls weg. Wieder zurück zu unserem Button. Wie ich schon sagte, abgesehen vom Inhalt können wir natürlich auch das Aussehen verändern. Da suche ich mir jetzt hier einfach die entsprechende Eigenschaft. Für die Schriftart ist die Eigenschaft Font. Und davor habe ich dieses Pluszeichen. Da klicke ich drauf, dann bekomme ich mehrere Untereigenschaften. Unter anderem hier auch die Größe. Die Standardgröße ist 8,25. Und damit das im Video besser zu sehen ist, nehme ich einfach 15. Da muss ich natürlich den Button noch ein bisschen größer ziehen. Aber Sie sehen, schon wird es direkt geändert. Das gleiche ist natürlich mit der Eigenschaft Bold, Italic, unterstrichen und natürlich auch die Schriftart können wir problemlos ändern. Genauso wie die Farbe, die haben wir hier unten, ist 4Color. Das ist jetzt schwarz, wird hier angezeigt. Und die Schrift hier ist auch schwarz. Können wir also alles ganz frei über diese Eigenschaften hier ändern. Und natürlich nicht nur für diesen Button, sondern für jedes andere Control, das wir hier in unserer Toolbox finden. Visual Basic versteht sich als sogenannte objektorientierte Programmiersprache, was grob vereinfacht nicht mehr bedeutet, als dass wir in der Regel in unserem Programm Objekte haben, zum Beispiel Controls, zum Beispiel unser Button, und das Programm wartet darauf, dass wir etwas mit dem Button machen, zum Beispiel auf den Button klicken. Wenn wir nichts machen, wartet die Anwendung quasi im Bereitschaftsmodus, macht aber selbst nichts. Wenn wir dann etwas machen, also zum Beispiel auf den Button klicken, dann wird genau der Code ausgeführt, beziehungsweise der Befehl ausgeführt, den wir vorher bestimmt haben. Wenn wir nun die ersten Befehle hinterlegen wollen, müssen wir nicht mehr und nicht weniger machen als das, was der entsprechende Benutzer auch machen würde. Zum Beispiel, wir wollen jetzt, dass dieser Button auf einen Mausklick hin eine entsprechende Meldung herausgibt. So, also ein Mausklick. Was machen wir? Wir fahren mit unserer Maus über den Button in dieser Designumgebung und machen einfach einen Doppelklick drauf. Dann öffnet sich das entsprechende Codefenster und hier können wir jetzt die entsprechenden Anweisungen hinterlegen. Dabei sehen wir zuerst, dass der komplette Code unseres Programms in einer Klasse zusammengefasst ist. In diesem Fall ist sie noch relativ klein, sie hat nur 7 Zeilen, streng genommen nur 6, und sie beginnt hier oben. Wir sollten nichts davor setzen. Der Code, der ausgeführt werden soll, wenn wir auf den Button 1 klicken, der muss in der privaten Subroutine Button 1 Click stehen. Die heißt genau Button 1.Click, weil das Control, das wir ausgewählt haben, ebenfalls Button 1 heißt. Wie ich eben schon sagte, alles hat seine Eigenschaften. Wenn wir nun die Eigenschaft von Button 1 ändern würden, die Eigenschaft steht hier, neben dem Namen, und da steht halt noch Button 1. Wenn ich das jetzt eben aus irgendeinem Grund geändert hätte und danach auf diesen Button 1 geklickt hätte, zum Beispiel, ich hätte das jetzt hier abgeändert in Semper-Video, macht keinen Sinn, aber es würde gehen. Also ich hätte es abgeändert in Semper-Video, ich klicke hier drauf, dann würde diese Routine jetzt hier nicht Button 1.Click heißen oder Button 1-Unten-Klick, sondern dann würde die Semper-Video-Unten-Klick heißen. Wie ich schon sagte, es würde gehen, es macht keinen so großen Sinn, denn wenn ich das Ganze mit Button 1-Unten-Klick belasse, dann kann ich anhand dieser Beschreibung schon direkt sehen, dass das ein Button ist, der hier geklickt wird. Wenn ich das jetzt nun umbenennen würde in einen Namen, der jetzt nicht so viel Sinn ergibt wie dieser Button, der ja schon recht beschreibend ist, dann könnte es also damit durchaus Probleme geben. Wenn wir jetzt dieser entsprechenden Routine den entsprechenden Befehl hinzufügen möchten, dann müssen wir den Code jetzt hier einfach entsprechend eintippen. Ist natürlich klar, dass Sie jetzt diesen Code so hier noch nicht kennen. Das haben Sie ja noch nicht gelernt. Hier soll jetzt nur gezeigt werden, ich gebe eine entsprechende Anweisung ein. Und wenn ich nachher zur Laufzeit auf den entsprechenden Button in diesem Programm drücke, dann wird dieser Befehl hier ausgeführt. Und den Befehl, den ich jetzt hier eintippe, ist einfach MessageBox. Und dann Hallo Welt mit Anführungsstrichen. So, die Messagebox kennen Sie eventuell schon aus anderen Programmen von Windows. Das ist einfach ein aufpoppendes Fenster, das mir eine Mitteilung zukommen lässt. Und in diesem Fall soll da halt einfach nur Hallo Welt stehen. Das heißt, wir klicken zur Laufzeit auf den Button und wir kriegen das hier als Meldung. Das ist die einfachste Variante, ein Programm zu erstellen. Um das Programm jetzt hier zu starten, klicken wir hier einfach auf diesen grünen Play-Button.
Debugging starten steht daneben. Oder wir drücken einfach die F5-Taste. Können wir uns aussuchen. In diesem Fall nehme ich diesen Button hier. So, hier ist das Programm jetzt. Hier ist unser Button. Ich klicke da drauf. Und hier sehen wir jetzt Hallo Welt. Hat also funktioniert. Bevor wir mit diesem Video Schluss machen, schauen wir uns dieses Code-Fenster hier noch etwas genauer an. Denn wir haben hier noch zwei Dropdown-Menüs. Einmal eine Auflistung aller Controls auf unserem Formular. Also, das ist ja unser Formular. Das sind die Controls. Eine Auflistung aller Controls ist zurzeit noch nicht so viel zu sehen. Unter anderem sehen wir da nur in der letzten Zeile Button 1, weil das das einzige Control ist, das wir hinzugefügt haben. Und auf der anderen Seite haben wir jede Menge Ereignisse, die wir aufrufen können. Ereignisse, zu dessen Zeitpunkt dann halt irgendetwas passieren soll. Was wir bis jetzt genutzt haben, ist das Ereignis Klick. Hier oben ist es. So, ich fahre jetzt mal da drunter, zoome ran. Wir sehen, das Klick ist fett geschrieben. Das bedeutet so viel wie, dieses Ereignis haben wir schon programmiert. Die anderen haben wir ebenfalls zur Auswahl. Um ein neues Ereignis zu benutzen, nehmen wir einfach hier wieder den Button. Hier ist jetzt wieder standardmäßig Klick und wir sind mit unserem Cursor hier in dieser entsprechenden Messagebox-Zeile. So, jetzt möchte ich aber nur noch mal zum Schluss demonstrieren. Eben haben wir ja drauf geklickt, um dieses Ereignis auszulösen. Jetzt als Beispiel ein anderes Ereignis, das genutzt werden soll, nämlich das Ereignis Mouse over. In dem Moment, wo ich mit meiner Maus nur auf den Button fahre, soll schon etwas passieren. Dazu suchen wir uns hier einfach in den Ereignissen den entsprechenden Befehl aus. Es gibt nicht Mouse over, es gibt aber Mouse enter. Das ist das gleiche. Also klicken wir da einfach drauf und schon haben wir hier eine neue Subroutine. Button 1, Mouse enter. Da kann man also schon quasi herauslesen, worum es geht. So, in diesem Beispiel soll das gleiche passieren, deswegen kopiere ich mir einfach nur die Messagebox, füge die hier unten wieder ein. Und jetzt wird passieren, dass in dem Moment, wo ich mit meinem Mauszeiger über diesen Button fahre, dieses Ereignis sofort ausgeführt wird. Das bedeutet, diese Codezeile wird ausgeführt. Das bedeutet, ich bekomme die gleiche Messagebox angezeigt, für die ich eben noch auf den Button hätte klicken müssen. Starten wir das Programm. So, mein Mauszeiger kommt jetzt ins Bild, er ist jetzt kurz unter dem Button und wenn ich jetzt drauf fahre, haben Sie es gehört, hier ist meine Messagebox. Und das nur, weil ich in dem Moment, wo ich halt da drüber fahre, das entsprechende Maus-Enter-Ereignis ausgelöst habe und das Programm, objektorientiert wie es nun mal ist, hat in dem Moment diesen Code ausgeworfen. Damit haben wir in diesem Video eigentlich fast alles angesprochen, was in Visual Basic wichtig ist. Sie haben gelernt, dass es Controls gibt. Sie haben den Button kennengelernt. Die anderen Controls sind grundsätzlich genauso zu behandeln. Jedes Control hat Eigenschaften. Sie haben die Texteigenschaft kennengelernt. Natürlich gibt es noch viel mehr, aber diese zu nutzen ist jetzt keine Frage des Könnens, sondern allenfalls eine Frage der Erfahrung. Aufgrund der Objektorientierung kennt Visual Basic die sogenannten Ereignisse. Sie haben den Mausklick und das Maus-Enter-Event oder die Maus-Enter-Eigenschaft gesehen. Natürlich gibt es noch viel mehr, wird ja auch alles in den kommenden Videos angesprochen, aber das Grundgerüst haben wir damit schon mal erstellt. Jetzt geht es nur noch ans Auskleiden. Und das ist doch einfach. Okay.